Ja, hallo liebe Freunde von Odyssey im Auftrag des Königs zur 17. Folge. Ja, es regnet. Wir haben ein Paladin-Schwert gefunden. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen länger gebraucht, beziehungsweise jetzt mal wieder dieses Let's Play aufzunehmen. Erstmal ein bisschen hier reinrendern. Es ist immer noch die Elhiva-Version und diesmal ist Odyssey in der Version 2.5.3. Also es soll noch was rauskommen, noch mehr im Balancing-Patch. Ich habe da so ein bisschen grob geguckt, ob da irgendwie was Neues gibt. Aber es gibt immer noch neue Fehler, beziehungsweise noch Sachen, die noch gemacht werden müssen. Wir können ja mal dann auch noch darauf hinweisen. Ich werde jetzt mal wieder zurück in die Burg gehen. Weil vielleicht, was hat es denn mit dem Paladin-Schwert auf sich? Das frage ich mich mal. Gut, okay, dann werden wir mal zum Bruno laufen. Nicht wahr? Und schauen wir mal. Aber mir gefällt dieses Wetter nicht. Draußen ist es auch so dunkel und so diesig. Ach so, ihr seht mich links unten nicht. Das habe ich abgestellt. Finde ich, das lenkt ab. Ich finde, wir sollten uns hier auf diese schöne Modifikation konzentrieren. Das ist nämlich meine Meinung. Ja, Bruno ist da natürlich nicht. Das ist doch Dull. Ja, Volker für Innos, sehe ich auch so. Dann werden wir uns mal kurz ausruhen. Und zwar wieder mal in unserem Bettchen. Vielleicht ist da wieder was. Ich bin ganz deiner Meinung. So, jetzt sind wir wieder hier in dem herrlichen Raum, wo wir damals aufgewacht sind. Nee, hier ist nichts. So, gut ausgeruht, geht's jetzt zum Bodo. Und ich hoffe, dass wir da auch mal ein paar mehr Aufgaben kriegen. Schauen wir mal. Tag Oliver, Tag Herbrand, Tag Bruno. Hey du! Aha, ich habe alle Aufgaben erledigt. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Burghauptmann. Ausgezeichnet, Roland. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Schön. Dann habe ich ja jetzt die Prüfung bestanden und kann gehen. Mal gucken. Aber ich habe doch die Lurker heute noch gar nicht abgegeben. Naja, das ist wahrscheinlich eine andere Quest. Müsst ihr bald wieder zu Sean, Burghauptmann? Ja, muss ich. Gut, dass du mich darauf ansprichst. Das hätte ich fast vergessen. Hier ist der Schlüssel. Oliver braucht wieder Heil- und Mana-Tränke. 3 kleine Flaschen von jeder Sorte dürften erstmal genügen. Die Tränke bringst du aber nicht Oliver, sondern mir. Verstanden? Klar. Kein Problem, Burghauptmann. Am besten hältst du dich nicht allzu lange bei Sean auf. Denke an den armen Herbert. Ja, ja. Der arme, arme Herbert. Ja, das ist ja mal wieder interessant, beziehungsweise ich freue mich schon endlich mal den Magier zu treffen, diesen Sean. Der ist ja ganz oben und zwar, ach ja, erstmal wieder an Kuno vorbei. Ja, endlich, das finde ich gut. Das heißt, ganz oben. Jim, 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 jim. Das heißt, jetzt habe ich auch den Schlüssel zu Seans Zimmerchen. Achtung. Jawohl. Oh mein Gott. Nee, Quatsch. Das war Marbots Zimmer. Nee, sorry. Das ist Seans Zimmer. Achtung. Jawohl. Und, ah, schöne Aussicht hier. Wasserfälle. Ja, gut, okay. Nicht ablenken. Ah, hier haben wir eine Buchkommode. Quest magisches Wissen. Okay. Altes Magiewissen prüfen. Lesen. Verstehe. Wow, cool. Magisches Wissen 3. Magie, keinen blassen Schimmer. Bis 10 Wissenspunkte. 3 Punkte habe ich insgesamt. Ah, verstehe. Das ist gut, dass man das machen kann. Ach, da fällt mir gerade ein. Ich war gerade in Marbots Zimmer. Ich gehe jetzt wieder runter.
weil mir gesagt worden ist, und besten Dank nochmal dafür, dass man hier, wenn man hier genug Tabak raucht, dass man hier auch noch was machen kann. Ich werde jetzt mal alle Tabake mal rauchen, die ich habe. Okay, ich werde immer ausgeglichen, ne? Ja, ach, Geschicklichkeit plus 1. Okay. So, Honigtabak rauchen, zurück. Ja, das war's. Geschicklichkeit 1. Na, das ist ja toll. Ich dachte Magie. Na, Magiewissen 3 nur. Stärke, Geschick, aha, da muss ich mich noch ein bisschen aufpimpen. Aber das nächste, was ich mache, ist Stärke. Da kann ich einen besseren Degen anlegen. Oh, das reimt sich ja. So. Dann schauen wir mal. Ist hier jemand? Hallo. Oh, Honigtabak. Ah, das ist gut. Das kommt wahrscheinlich auf die Tabaksorte an, die man raucht. Entweder Geschick oder Mana. Tränke magischer Kraft. Feuernesseln. Okay, das ist eine Rezeptgeschichte. Lese ich jetzt nicht vor. Ach, übrigens, gucken wir mal unsere Schriften hier an in dem Buch. Das kann man ja richtig gut deutlich lesen. Okay, Jagd und Beute, jedes Tier, Wissen, Blub und Play, kennen wir. Brauchen wir nicht. Das ist ja cool. Okay, auch das ist erledigt. Gibt es noch irgendwas zu looten? Nö. Laborwasserfläschle. Na, noch was? Das sieht richtig gut aus in dieser Elhiver-Version. Elhiver, 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 ich weiß es nicht. Jawohl, der Kreis des Wassers. Hier gibt es wichtige Bücher zu lesen. Die göttliche Kraft der Gestirne, Feuerrunenbuch. Oh, der hat mich beobachtet. Aber, da ist ja Sean. Gut, dann kann ich mir wohl alles nehmen hier. Das nehmen wir jetzt auch mal. Hilfreiche Spruchrollen. Gibt es noch ein Buch oder ist das nur Flavor Deko? Ja, das ist Flavor Deko. Gut, okay. Lesen wir uns mal die Bücher durch. Aha, da sind ja eine ganze Menge. Also, Grundbuch der Feuermagier, erster Kreis. Verstehe. Magisches Wissen plus 3. Das ist cool. Okay, der erste Kreis. Gut. Ah, sorry. Dann Runenbuch der Wassermagier. Nochmal magisches Wissen plus 3. Da werden die Kreise des Wassers beschrieben. Dann die göttliche Kraft der Gestirne. Ein Gefühl göttlicher Erkenntnis erfüllt dich. Das ist gut zu lesen. Kraft, die Ochsen sich eigentlich den Prinzipien ziehen. Gut, okay. Ihr könnt ja stoppen, um das durchzulesen. Noch ein Büchlein. Hier haben wir einen Erpresserbrief. Ja, da müssen wir auch noch irgendwas machen. Südländische Verteilung kenne ich. Und ein Buch über Magiespruchrollen. Verstehe. Wissenswertes über Spruchrollen. Es gibt Spruchrollen, für die man nur wenig Mana benötigt. Und die sehr hilfreich sein können. Erstens, wenn man sich an eine Fleischwanze verwandelt, kann man unter die Toro in sonst unzugängliche Bereiche gelangen. Okay, das erachte ich als wichtig. Deswegen lese ich es vor. Zweitens, die Verwandlung in eine Blutfliege hat den Vorteil, dass man Wege erheblich abkürzen kann, wenn man sich auf einem Berg befindet und in ein Tal gelangen möchte. Beschwöre dir ein paar Wölfe und hast starke Begleiter. Auch die Angstspruchrolle ist hilfreich, wenn man mächtige oder viele Gegner vor sich hat. Die Gegner sind vor Angst gelähmt. Ein erheblicher Vorteil im Kampf. Pontius, Magier des Feuers. Ja, das ist doch klasse. Dann machen wir auch mal gleich hier ein Save dabei. Und Sayan wird jetzt angesprochen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Hä? Du bist also Sean, der Alchemist. Der bin ich, Soldat. Was kann ich für dich tun? Ich sehe einen Runentisch bei dir. Kannst du etwa auch Magie? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur ein ganz einfacher Alchemist. Der Runentisch stand hier bereits, bevor ich das Turmzimmer bezogen habe. Vor vielen Jahren haben hier die Feuermagier von Athanos gelebt. Dies war ihr Wohn- und Schlafraum. Ihre Bibliothek aber befand sich im obersten Stockwerk des Hauptgebäudes. Eines Tages, bevor der letzte Magier Athanos verlassen hatte, machte er den Zugang zu der Bibliothek unzugänglich. Aber das kann man ja alles in der Chronik nachlesen. Der Paladin Oliver benötigt Heil- und Mana-Tränke. Die kannst du haben. Die Tränke für Oliver stehen in den Regalen. Nimm dir, was du brauchst. Auch für dich, falls du welche benötigst.
Ich werde sowieso bald wieder neue Tränke brauen. Doch halt, warte mal. Könntest du für mich einen Auftrag ausführen? Ein Auftrag? Oh. Tja, ich weiß nicht. Kommt darauf an. Ich merke, dass du vorsichtig bist. Das gefällt mir. Mein Auftrag ist auch nicht gerade ungefährlich. Was soll ich tun? Nun, ich benötige noch einige Zutaten für meine Experimente. Und was brauchst du? Zum einen benötige ich 5 Feuerwurzeln, dann 4 Blutfliegenflügel sowie eine Minecrawler-Zange. Wie bitte? Die Zangen eines Minecrawlers? Wo soll ich denn bitte schön die auf Arthanos finden? In der Roten Mine gab es damals eine Menge Crawler. Du solltest also auf jeden Fall mal dort nachsehen. Du kennst doch die stillgelegte Goldmine, die sich auf der anderen Seite der Insel befindet. Natürlich, aber ich denke, da darf niemand hinein. Soll gefährlich sein. Nun, Marbot hat zwar allen gesagt, dass man in der Mine sehr schnell verschüttet werden kann, doch hat er dies nur getan, um die Leute davon abzuhalten, nach Gold zu suchen. Vor langer Zeit hat es zwar verschiedene Erdbeben gegeben, wobei ein bedeutender Teil der Mine verschüttet wurde, doch der verbliebene Teil der Mine dürfte, was diesen Punkt angeht, jetzt sicher sein. Ich weiß allerdings nicht, ob es in diesem Stollen noch Crawler gibt. Du solltest auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber selbst wenn du dort keine mehr findest, solltest du die Augen offen halten. Es könnte nämlich sehr gut sein, dass dort noch ein paar Zangen von toten Tieren herumliegen. Also gerade eben gab es einen Sprachfehler, beziehungsweise ich hatte ja die Dateien verbessert, doch da habe ich entweder noch meine alten Sprachdateien drin und es gibt schon längst neue. Ich weiß es nicht, müsste ich mal gucken, aber bitte das zu verzeihen. Was ist mit dem Gold? Gibt es dort noch welches? Nun, ein paar Goldbrocken wirst du wohl noch in diesen Stollen finden, aber viel wird dort sicher nicht zu holen sein. Im damaligen Hauptstollen aber muss es wohl noch eine Menge Gold geben. Doch der ist leider verschüttet. Schade. Und wo finde ich Blutfliegenflügel und Feuerwurzeln? Das solltest du eigentlich besser wissen als ich. Aber na schön, ich will es dir sagen. Im Wald am alten Sägehaus gibt es genug Blutfliegen. Dort wirst du gewiss auch einige Feuerwurzeln finden. Wie aber soll ich den Blutfliegen, die Flügel und den Crawlern die Zange nehmen? Soviel ich weiß, soll der Jäger Klaus sich auf solche Sachen verstehen. Frage ihn mal. Na gut. Und was springt für mich dabei heraus? Da dieser Auftrag nicht ungefährlich ist, würde ich dir als Lohn einen ganz besonderen Trank geben. Was für einen? Nun, einen, der deine Fähigkeiten oder deine Lebenskraft permanent steigert. Also, wie sieht es aus? Gut, ich übernehme den Auftrag. Sehr schön. Bring aber nicht alles einzeln hierher, sondern komm, wenn du alles zusammen hast. Ich wünsche dir bei deiner Suche viel Erfolg. Okay, gucken wir doch erstmal ins Log, was hier los ist. Zutaten für Saiyan, Heil- und Mana-Tränke. Gut, okay. Die kann ich jetzt einfach alle so nehmen. Auch für mich selber, das finde ich gut. Zutaten, okay, hier steht drin nochmal ein paar 5 Feuerwurzeln, Blutfliegenflügel und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich mal auf allgemeine Infos. Wasserpfeife, Tauchen, Tierverwertung. Ich kann jetzt Reptilienhäutentieren das Fell abziehen, mehr kann ich nicht. Das heißt also, ich müsste bei Klaus wieder was lernen, um die Blutfliegenflügel und die Stacheln zu entfernen und alles weitere. Ja, dann wollen wir mal hier die Essenzen herausnehmen. Reptilienhaut, oh, das ist gut. Oh Leute, das ist aber viel. Aquamarin, Snipperkraut, Kronstöckel, Mana-Extrakt. Schönes Regal. Gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Weil ich finde, das ist richtig schön gemacht. Elixier des Geistes. Also das ist ja ein Steinpilz, der da liegt, ne? Ist doch einem Steinpilz nachempfunden. Eine Pflanze. Feuernessel. Und da hinten war auch noch was, oder? War noch was? Nö, war nix. Gut. So, und hier ist eine Zange. Saiyans Truhe. Rechts. Jawohl. 120 und 2 Stück Käse. Perfekt. Noch eine Zange. Ist hier noch was? Nö. Perfektor. Dann geht es wieder runter zum Bruno.
Ja, ja. Der wohnt aber hoch. Moment, ist das hier die... Ne, das ist richtig. Ja, da bin ich mal gespannt. Oliver soll ja die Tränke kriegen, die soll ich ihm aber nicht direkt geben, sondern erstmal dem Herrn Uno. Ich habe mir das schon gedacht. Halt! Eine Aufgabe habe ich noch für dich. Wie bitte? Na schön, Burghauptmann. Was soll ich noch tun? Ich habe dich für den nächsten Nachtdienst eingeteilt. Was? Schon wieder Nachtdienst? Ich bin doch eigentlich gar nicht dran. Muss das denn unbedingt sein? Ja, doch diesmal wirst du nicht in der Burg, sondern am Hafen Wache schieben. Am Hafen? Soll ich jetzt etwa aufpassen, dass niemand das Schiff betritt? Wie? Ach was. Nein, du sollst nächste Nacht im kleinen Turm Quartier beziehen und jeweils zur vollen Stunde einen Rundgang durch das Dorf machen. Nichts weiter. Wieso denn das? Seit wann machen wir denn sowas? Na, seitdem wir das Problem mit den Goblins hatten. Ich will nicht noch einmal hören, dass Johann das Heu geklaut wird. Geh zu Bertrand. Der hat das letzte Mal den Wachdienst gemacht und kann dir dazu mehr sagen. Von ihm kannst du dir auch den Schlüssel zum kleinen Turm geben lassen. Aha. Das ist doch lange bekannt. Das ist ja interessant. Okay. Da muss ich jetzt Wachdienst schieben? Wie doof ist das denn jetzt? Wachdienst schieben. Nachtwache. Wo kann man Turm, Quartier beziehen? So. Wo, wer hat jetzt den Schlüssel? Bertrand. Achso, das ist der unten am Hafen. Ja, natürlich. Nicht Schlaf. Wieso denn das? Langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Reicht das? Ja, das reicht. Sehr gut. Ich habe ja ein bisschen Mana gekriegt, glaube ich, ne? So, erstmal bei Bertrand. Den Schlüssel abholen. Das ist ja hier. Bruno schickt mich. Ich soll den nächsten Nachtdienst übernehmen. Aha. Sehr gut, Roland. Hier hast du den Schlüssel vom kleinen Turm. Die Wache beginnt um Mitternacht und endet um 6 Uhr in der Früh. Komm aber bloß nicht auf den Gedanken, die ganze Nacht zu schlafen. Werde mich hüten. Hoffentlich. Ich weiß nämlich sehr gut, was an bestimmten Uhrzeiten nachts passiert. Also komm nicht auf den Gedanken, mich anzuschwindeln, klar? Na, ich doch nicht. Na schön, dann wünsche ich dir einen angenehmen Nachtdienst. Im Wachturm findest du etwas zu essen und zu trinken. Ich löse dich um 6 Uhr früh ab. So, so. Ich habe jetzt Nachtdienst aufgebrummt bekommen. Ich könnte im kleinen Turm Nachtdienst schieben. Das ist ja wohl dieser hier. Genau, und da gibt es auch gleichzeitig ein Bettchen rein. Und natürlich, wie es sich gehört, Proviant. Alter, das sieht geil aus. Was? Feuergeschnetzeltes? Oh, bestimmt mit Chili. Wurst, Apfel und Wasser. Ja, das heißt also. Hinlegen. Bis Mitternacht schlafen. So, und jetzt irgendwie gucken, was passiert, oder wie? Na, das wird ja toll. Das bei dieser Dunkelheit hier. So, habe ich denn wenigstens noch ein paar Fackeln? Nein. Doch, nee, ist Krautstampfer. Ja, gut, okay. Doch, da oben 7 Stück. Ich muss mich auf die neuen Grafiken einstellen, weil die Fackeln sehen jetzt anders aus. Ja... So, ich mache jetzt Nachtdienst, Leute. Wer nicht alles brav und artig in dem Bettchen liegt, der kriegt von mir einen aufs Maul. Okay, hier Schalötsche. Ja, das ist ja toll. Was passiert jetzt nun? Ich schätze mal, ab 1 Uhr wird irgendwas passieren. Ich glaube, von 1 Uhr ab... Ah, irgendwie. Oh, da wacht jemand auf. Da ist wer aufgewacht. Gleich mal gucken hier. Charlotte. Hey Charlotte, warum stehst denn du jetzt mitten in der Nacht um 1 Uhr auf? Willst du mir das mal verraten? Oh, die hat ein Date. Ich glaube, die hat ein Date.
Charlotte. Aber mit wem? Da hinten kommt der andere da. Ach, die beiden. Der Fischer. Der Fischer und Sinfru. Na. Ja, Fred. Okay. Aha. Und Fred, wie fühlst du dich? Ich bin der glücklichste Mann, den es geben kann. Und das verdanke ich ganz und alleine dir. Das werde ich dir nie vergessen, mein Freund. Na super. Roland, was machst du denn hier so spät in der Nacht? Dasselbe könnte ich euch fragen. Leider habe ich nicht so einen angenehmen Grund wie Fred und du. Du wirst doch meinen Eltern nicht erzählen, dass ich so spät nachts noch unterwegs bin. Keine Sorge, Charlotte. Ganz bestimmt nicht. Okay. Also. Na, alter Junge, wie kommst du denn zu der Ehre, nachts noch Dienst schieben zu müssen? Dreimal darfst du raten, Fred. Mein Burghauptmann war der Ansicht, dass wir fortan nachts mehr Kontrollgänge unternehmen sollen. Verstehe, wegen der Heudiebstelle in Johanns Scheune. Bertrand hat schon so etwas angedeutet. Na, dann müssen Charlotte und ich demnächst noch mehr aufpassen, dass wir bei unseren nächtlichen Gesprächen ungestört bleiben. Verstehe. Der Wink ist angekommen. Nicht doch, mein Freund. Du warst natürlich nicht gemeint. Trotzdem werde ich euch beide jetzt wieder in Ruhe lassen. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Das wünschen wir dir auch. Oder vielmehr, Keine Sorge. Auch diese Nacht geht rum. Ja, ist das schön. Dieser Dialog, der war richtig süß, der war richtig schön, der war klasse, der war romantisch. Kompliment. Ja. Mittlerweile ist es 1.57 Uhr, also noch ein paar Gothic-Minuten. Da soll hier wieder was passieren. Da! Da ist doch wer. Na? Ach, der steht da jetzt einfach rum. Okay, gehen wir mal zu ihm hin, was er da will. Flint. Hey Flint, was machst du denn hier unten? Na was wohl, Mann? Meinen Nachtdienst, weißt du doch. So? Auch hier unten? Ist ja eigentlich nicht vorgesehen, oder? Nun, weißt du, ich wollte mir unbedingt mal die Beine vertreten. Und das Tor oben ist jetzt unbewacht? Ja. Aber wer soll schon die Burg betreten? An mir kommt ja keiner vorbei. Hoffentlich. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Nein, werde ich nicht. Kannst dich darauf verlassen. Puh, danke, Roland. Übrigens, Bertrand weiß auch davon. Auch er hat mir versprochen, den anderen nichts zu sagen. Okay, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Okay, Flint ist da aufgetaucht. Ja, dann, Moment mal, wie spät haben wir es denn jetzt? Jetzt haben wir es 2.15 Uhr. Ich glaube, ich kann bis 3 Uhr schlafen. Das werde ich jetzt mal machen. Denn wenn jede volle Stunde hier was passieren soll, checken wir das erstmal aus. Vorschriftsmäßig die Fackel gelöscht. Hier bis 3 Uhr nachts schlafen. Das ist gut. Und die Fackel ist wieder erleuchtet. Und was passiert jetzt? Fragezeichen. Also es passiert alles hier unten was. Die haben mich einfach gekillt. So. So, jetzt mal gleich. Also wirklich. So, hier werden Ratten kommen. So, und jetzt gehe ich mal auf die Ego-Perspektive, damit wir einen hautnahen Kampf machen können. Jawoll. Zack, zack, zack. Weggemäht, die Ratten. Haben wir sie weggemäht? War weggemäht, wie cool. Ja. Nicht zu plündern. Nicht zu holen. Also nichts zu holen. Übrigens, wer auch diesen hautnahen Nahkampf machen möchte in First Person, der kann ja ganz gerne meine Tipps und Tricks, meine Tutorials sich angucken. Da habe ich nämlich beschrieben, wie man das macht. Nee, voll der Kettenraucher Flint. Aha. Kannst du mir sagen, was mich alles in der Nacht erwartet? Aha, Bertrand will dich also morgen früh auf die Probe stellen, was? So ist es. Also, wie sieht es aus? Weißt du was? Na klar weiß ich, was hier nachts so geschieht. Aber es wäre Bertrand gegenüber nicht fair, wenn ich dir alles verraten würde. Na schön, aber einen Tipp kannst du mir doch geben, oder? Einen Tipp? Ja, ich denke, das ist drin.
Auf wie viele Ereignisse muss ich in der Nacht achten? Bertrand würde morgen 5 Ereignisse wissen wollen, die jede Nacht stattfinden. Diese Ereignisse finden immer ungefähr zu Beginn einer jeden vollen Stunde statt. Also einmal um 1, um 2, um 3, um 4 und einmal um 5 Uhr. Danach kannst du dich gerne bis zum Wachwechsel um 6 Uhr aufs Ohr hauen. Also 5 Ereignisse. Das erste gegen 1 Uhr und das letzte gegen 5. Ja, und noch eins verrate ich dir. Das Ereignis, das um 2 Uhr stattfindet, ist, dass du mich getroffen hast. Also musst du nur noch auf 4 Dinge achten. Danke, Flint. Warst eine echte Hilfe. Gern geschehen, Roland. Für einen guten Kumpel tue ich doch alles. Wie gut, dass du nicht auf die Dinge achten musst, die sonst so nachts passieren. So, warten auf das nächste Ereignis. Da hinten dämmert's schon. Wie spät haben wir's? Noch 3 Gothic-Minuten. Ja. Ach, vielleicht sollte ich mal was essen. Okay. Look, look, look. Weg war der Trank. So. Jetzt ist 4 Uhr. Ich zieh mal am besten doch noch eine Waffe. Vielleicht passiert wieder was. Und speichere einfach mal ab hier. Oha. Ja, toll, dass Flint alles weiß und Bertrand weiß das auch. Na gut, okay. Muss auch irgendwie. Weil, sonst wird es zu schwierig. Jetzt können wir hier. Sonst würden wir hier das ganze Spiel hier durchlatschen. Guck, guck. Noch jemand drin? Nein. Oh, war ja. Was soll denn passieren? Ab 4. Was? Mö? Hey! Schaf! Hey, Schaf! Was treibst du dich denn so spät noch herum? Am besten bringe ich dich zu deiner Herde zurück. Bei dem Innerschreien kannst du wieder frei herumlaufen. Ist das geil! Komm mit! Oh, das ist ja süß. Okay, folgt mir. Ja, leider habe ich immer noch keine Antwort bekommen, wie ich nach hinten gucken kann. So muss ich also immer selbst mich umdrehen. Hätte, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal während meiner Folgen gefragt. Weiß jemand, wie ich denn nach hinten gucken kann? Da soll es irgendwie eine Taste für geben. Hallo, Schaf. Wo bist du denn jetzt? Ach, da bist du ja. Okay. Jo, jump. So, Schäfchen, jetzt bist du bei deinen Freunden. Warte hier, okay, muss ich wahrscheinlich noch weiter. Bei dem Innerschrein. So. So, Schaf, jetzt lauf wieder zurück zu deiner Herde. Herrlich, herrlich, herrlich. So, das war jetzt, glaube ich, das 4. Ereignis. Ich weiß zwar nicht, was ihr gemacht habt, aber ich habe diese Nacht Wache geschoben. Es ist gleich 5 Uhr und die letzte Quest soll damit abgeschlossen sein, beziehungsweise das letzte Ereignis, und da ist es schon. Okay, mal ins Logbuch gucken. Auch das noch, zwischen 5 und 6 Uhr nachts habe ich wieder einen Lurker entdeckt, der sich in der Nähe von Johanns Scheune aufgehalten hat. Oh, das ist gut. Zuerst kommt der Logbucheintrag und dann... Aha, dann kann ich mich ja darauf vorbereiten. Auch ein guter Trick. So, da ist er ja schon. Der Athanos Lurker. Gucken. Ja. Ja, komm, komm. Komm. Geh kaputt. Jawohl. Cool. Jetzt kann ich auch noch Haut ziehen. Wunderbar. Ab zu Bertrand. Ihm erzählen. Und danach Bruno. Nee. Der ist jetzt weg. Bertrand ist jetzt weg. Wie spät haben wir es? 5.14 Uhr. Legen wir uns erstmal schlafen nach dieser anstrengenden Nacht.
Bis zum nächsten Morgen. Oh. Was haben wir denn da? Ist er das schon? Ja, da ist Bertrand. Warte mal. Ja. Und? Wie war die Nachtwache? Ruhig? Nicht ganz. In der Nacht ist einiges passiert. So? Na, dann bin ich mal gespannt. Irgendwann heulte ein Wolf. Dann glaubte ich, mehrere Goblins zu hören. Dann kam... Halt, halt. Das ist ganz bestimmt nicht geschehen. Zwischen 1 und 2 Uhr nachts habe ich ein Paar bei seinem Gespräch stören müssen. Ja, gut. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Das ist jede Nacht so. Na, von mir aus. Zwischen 2 und 3 Uhr nachts bin ich am Burgaufstieg Flint begegnet, der sich die Füße vertreten hat. Ja, das stimmt. Ich finde sein Verhalten zwar nicht richtig, doch muss er das selber verantworten. Gut beobachtet. Irgendwann zwischen 3 und 4 nachts haben sich vor meinem Quartier mehrere Ratten herumgetrieben. Ja, widerlich diese Viecher. So viel man auch von ihnen tötet, immer wieder treiben sich dort neue von denen herum. Ich merke, dass du zumindest um diese Zeit nicht geschlafen hast. Tja, dann noch was Seltsames. Zwischen 4 und 5 Uhr nachts ist ein Schaf im Dorf herumspaziert. Ja, das läuft jede Nacht hier herum. Keine Ahnung, was es sucht. Sehr gut. Was zwischen 5 und 6 Uhr nachts geschehen ist, hätte ich nicht gedacht. Da ist doch tatsächlich ein Lurker hinten bei Johann Scheune aufgetaucht. Ja, den habe ich auch beobachtet. Verläuft sich jede Nacht dorthin. Doch solange er nicht noch tiefer in das Dorf hineinläuft, soll es mir egal sein. Du hast wirklich alles bemerkt, was jede Nacht hier im Dorf passiert. Du bist wirklich ein pflichtbewusster Soldat des Königs. Ich werde Bruno mitteilen, dass ich mit dir zufrieden war. Du kannst ihm jetzt melden, dass du deinen Nachtdienst beendet hast. Ja, das war doch mal eine schöne Episode. Ein lustiger Nachtdienst. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Seid auch wieder nächstes Mal dabei. Habt herzlichen Dank. Viele Grüße ans Community-Team. Und schreibt was in die Kommentare. Ich freue mich. Tschüss.